Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Ultimate Team. Wir haben einen neuen Torwart, Kevin Trapp, who als einer der besten deutschen Torhüter ist, der sich leistbar macht, ja. Den man sich leisten kann mit wenig Münzen. Leno wird auch noch zu, aber mit Leno habe ich auch meine schlechten Erfahrungen gemacht. Und Loris wurde verbannt in den Kaderstapel, nenne ich es mal so. Danke. Ich kam nämlich eben bis nicht dahin. FIFA hat gemeint, ne, du kommst da nicht hin. Böse, böse, böse. Alter! FIFA, warum? Warum FIFA? FIFA, ich hasse dich. BVB Münch. Wenn das sind, Alter, das ist eigentlich Todesstrafe, die beiden Namen zu vereinen. Ich sag's nur, man sollte es nicht unbedingt machen, weil sich's nicht empfiehlt. Als Hardcore-Fan. Oder wenn du irgendwo hingehst und sagst, deine Mannschaft heißt BVB Münch. Dann sollte man sich im Klaren sein, dass man eventuell einen auf die Schnauze bekommen kann. Bei so Hardcore-Profis, Hardcore-Fußball-Fans, glaube ich, das geht das sehr schnell, schnell. Ach, Mist. Mist. Braver Benzema. So, Reus geht ab. Aubameyang, Entschuldigung. Nein! Verdammt. Gott sei Dank abseits. Gott sei Dank. Aber wow, ich weiß sowieso schon, die nächste Partie wird bestimmt wieder gegen eine etwas schwächere Mannschaft werden. Das wird jetzt schon, dann kriege ich einen auf den Sack. Mist. Das hätte ich sehen können, dass es nichts wird. Aber ich war zu optimistisch. Mist. Ah. Gott sei Dank. Nein. Nein. Verdammt. Badam, badam, badam. Ich gebe nicht auf. In Ultimate Team ist leider alles möglich. Man sieht es ja immer wieder. Mist. Der geht ins Aus, oder? Nee. Ja, weil ich zu spät kam. Leck mich. Mist, da wollte ich zu viel. Ich hätte mich treten lassen sollen, wäre besser gewesen. Hätte ich einen Elfer bekommen, glaube ich. Glaube ich, aber ich bezweifle es.
Okay. Warum Pause? I don't know, warum Pause? Pause, Pause, Pause. Oh, schade. Oh. Hat beinahe funktioniert. Mist. Zu wenig gedreht. Ah. Alter Alaba. Ah. Nee, das wird nichts. Hier habe ich keine Chance gegen. Ich hoffe immer, dass sie mehr losrennen, als sie ja tun. Ah. Ja, das braucht mir das Spiel nicht zeigen. Das war irgendwie klar, dass der nicht drin war, oder? Jetzt standen sie sich zu zweit im Weg da. Oh, danke für die Ecke. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Halbzeit. Was mache ich? Was? Er hat null Tore geschossen, aber ein Tor geschossen. Was? Wie soll das denn gehen, Spiel? Dann mache ich was anderes. Damit es einfach ein bisschen Stabilität da reinkommt. Menno. Alter, meinte ich wohl. Ey, Spiel, bitte. Ich glaube, ich sollte nicht mehr nachmittags aufnehmen. Nachmittags habe ich nur Pech. Ah!
Men. Warum ist Gündogan verletzt? Nächste gelbe. Ah, Mann. Ah, ich will zu viel. Verdammter Shit. Oh. Oh Gott. Ist der gut gekommen, der Pass. Mann, oh Mann, oh Mann, 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 oh Mann, Mann, oh Mann, oh Mann, 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 hey. La, 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 la. Ganz kurz mal was ändern. Ja. Benzema ist mir gerade ein bisschen zu schwach da vorne drin. Ein klein bisschen, deswegen will ich Müller mal vorne direkt rein. Es wäre ein Foul von mir gewesen. Bitte was? Bitte was? Hä? Das ist halt Logik. Alter. Mann. Ich hasse es. Ich krieg das nicht verteidigt. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Das ist so ärgerlich. Manchmal klappt das super. Und dann komme ich einfach nicht hinterher. Das ist so nervig in dem Spiel. Manchmal will die Steuerung, manchmal will sie nicht. Setzt sie ihre Tage die. Och, Alter, Rafinha. Och, Alter, pass doch einfach in durch die Lücke, nicht so lange warten. Habe ich immer so Pech, dass ich den Ball nicht durchbekomme. Oh, ja, den. Ich muss ja nur einen Fuß hochnehmen, dann hat er den unter der Kontrolle.
Raster. Dann kriege ich den Ball nicht unter Kontrolle in der Sekunde. Mann. Immerhin noch ein Tor geschossen. Trapp, Trapp. Och. Ey. Spiel, schick den doch nicht nach vorne, den Rafinha, wenn ich ihn bekomme. Das ist unlogisch. Ich drücke Passe und er will den Ball annehmen und sich rumdrehen. Nicht raushauen. Also er weigert sich, den Ball rauszuhauen in der Situation. Er macht's nicht. Er macht's nicht, Gündogan. Nein, er will sich mit dem Ball rumdrehen. Die Logik im 16er verstehe ich nicht. Ja. Boateng ausgespielt und dann ist er plötzlich wieder da. Ist logisch. Pfeif ab, das Scheißspiel. Hey, Mann, 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 Mann. Ich hasse es. Ich hätte sowieso verloren, aber es regt mich auf, wenn ich was drücke. Ich möchte, dass das sofort ausgeführt wird in so einer Situation. In Wirklichkeit überlegt auch kein Fußballer, dass er sich mit dem Ball rumdrehen soll. Da haut er auch einfach raus. Nein, da versucht... Da! Set Logik. Diese Logik erschließt sich mir nie. Immer versuchen mit... Das ist FIFA 15 Problematik. Die KI will sich immer, wirklich immer mit dem Ball rumdrehen. Ich weiß nicht warum. Echte Fußballer brauchen sich ja auch nicht rumdrehen. Jetzt soll ich mal zum Raushauen. Da hauen sie das Ding halt raus, aber nein, da wird's doch. Ich reg mich schon wieder zu viel auf. Sorry. Bis zur nächsten Folge. Ciao.